Schweinfurt ist schön, oder? So, hallo liebe SWN-Freunde. Also heute starte ich mal zu meinem vierteljährlichen Rundgang hier in der Stadt Schweinfurt. Mal gucken, was sich geändert hat, was Neues gibt, ob es überhaupt was Neues gibt. Wie sieht die Stadt am Sonntag früh aus? Also begleitet mich und wenn es euch gefällt, Daumen nach oben und ihr könnt ruhig auch mal abonnieren meinen Kanal. Dankeschön. Ne? Also, schaut euch an. So, also hier starten wir jetzt den Rundgang durch die Stadt Schweinfurt und schauen mal, was es Neues gegeben hat. Oder was es Neues gibt. Hier ist schon mal ein neuer Laden, denke ich. Zumindest habe ich noch nicht gesehen. Und hier entsteht etwas Neues. Also, schauen wir doch mal. Also nicht erschrecken, dass die Stadt so leer ist. Es ist Sonntag früh und warte mal, vielleicht seht ihr das, 9 Uhr. Also da liegen die meisten noch in den Federn. Wenigstens ist die Kabeltrommel mal verschwunden. So, löschen. Baustelle auf der linken Seite, die Baustelle ist verschwunden. Es ist nur ein kleines Eck noch da vorne. Also man hat wieder freie Sicht. Zur Maxbrücke. Aber kalt ist heute. Sapratzelotten, du. Muss ich also echt zugeben. Frisch. Ja, unser Marktplatz, was auch verschwunden ist, ist also der Testbus, das sonst immer früh da gestanden war, ist jetzt verschwunden. Gott sei Dank. Hier kann jeder tun, was er will. Jeder trinken, was er will. Also den Marktplatz sieht man natürlich selten so leer, wie er jetzt ist. Aber wie gesagt, es ist ja Sonntagfrüh. Alle Gaststätten sind noch leer. Aber es sieht doch geil aus, gell, mit der Palmen mitten in Schweinfurt. Gut, hat einer seine Wintermützen vergessen. Ich hätte fast gedacht, das ist ein Laden für Fahrräder. Nee, da gibt es Brillen, da. Aber geile Fahrräder haben sie auch, da muss man es auch. Da unser ewiger Leerstand. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon leer steht. Das ist schon sehr lange, ne? Noch ein Leerstand. Die weiße Taube, eine Friedenstaube kommt auf mich zu. Hallo weiße Taube. Sieht aus wie eine Geisterstadt, gell? Ich meine, diese Geschäfte sind ja da schon. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon leer sind. Sind wohl die Fenster. Reklame drin, aber die sind schon eine ganze Zeit leer. Hier sieht nicht so aus, aber ist ein Leerstand. Ne? Kann man mieten. Also wenn jemand Interesse hat, mitten im Zentrum, schönes Ladengeschäft. Da war ein ganz schöner Kracher. Muss man mögen, du. Denk mir, da läuft der Staubsauger, du. Ich denke halt immer, in der jetzigen Zeit muss man glaube ich sowas nichts mehr so laute Geräte da haben. Ne? Also noch sitzt noch kein Mensch draußen und trinkt Kaffee oder isst Eis. Wäre glaube ich noch ein kalt. Ne? Werbung gut angebracht. Warum wird die Arbeit immer so für Werbezwecke missbraucht? So ein schönes Auto. Also es fällt mir auf, dass die Stadt heute ein bisschen sauberer ist, wie im letzten Rundgang. Also es liegt nicht so viel Dreck mehr auf der Straße rum. So viel Papier und Zeug. Also es kommt mir wesentlich sauberer heute vor. Ja, ein paar so Sachen. Ne? Also was ich feststellen muss, ist saukalt.
hat gerade 13 Grad heute und das Ende Mai, am letzten Sonntag im Mai. Also, hallo, was ist los mit Erderwärmung? Ist fast ein wenig kalt, gell? Da hat sich mal ein Georg Wichtermann-Platz. Will die alten Schweine vor der Postplatz. Ah, wegen Krankheit geschlossen, die sind aber lang krank, du, ehrlich, du. Die waren doch am letzten Rundgang schon wegen Krankheit geschlossen. Unsere Platanenallee auf dem Georg-Wichtermann-Platz. Da hat irgend so ein Arschloch seinen Hund hinmachen lassen und nicht mitgenommen. Das muss ja nicht sein, ne? Also ehrlich, ich habe ja auch zwei Hunde, aber das muss nicht sein, ne? Ich habe also die Sauberkeit zu früh gelobt. Da hat sogar einer seinen Schuh vergessen. Braucht jemand Schuh, ich kann leckers, stehen wir hier rum. Ja. Also hier sieht schon wüst aus. Ich überlege mir gerade, wie hätten das ausgeschaut, wenn diese Kesslergasse wirklich überdacht worden wäre. Hat man ja mal vorgehabt, diese Kesslergasse zu überdachen. Wäre doch irgendwie eine geile Idee gewesen. Naja, aber das traut man sich in Schweinfurt nicht. Also ich werde es nicht jeden Dreckhaufen aufnehmen, den ich da auf der Straße finde. Aber was mir auffällt, dass immer noch sehr viele Masken am Boden rumliegen, wo man doch fast nirgendwo Masken braucht, gell? So, jetzt sind wir auf dem Schweinfurter Flickerlteppich. Das Wahrzeichen der Stadt Schweinfurt. Ja. Das sieht, ja, irgendwann kommt es auf die Postkarten drauf, Schweinfurt, Rossmarkt, Flickerlteppich. Ich war auch noch gestolpert über so eine Kante, ne, die da einfach 2 cm Höhe rausguckt aus dem Boden. Muss man aufpassen, du. Muss denn das sein, oder? Sieht überschwungen auch gut aus. Also unser Zeughaus. Jetzt nicht drauf aus, alle leeren Geschäfte hier zu filmen und aufzunehmen, die vielleicht schon 100 Jahre leer sind, die schon, ja, wahrscheinlich so bleiben bis zum Nimmerleinstag. Aber na gut. Aber immerhin ist Kinowerbung noch drin. Heute also umgebaut, kommt was Neues rein. Finde ich gut. Wenn sich da was tut. Oh, das sieht aber leer aus. Das sieht aber leer aus. Da waren da immer schon schöne Fotos drin im Schaufenster. Ups, da drüben auch ein Leerstand. Da ist auch, glaube ich, schon lange nichts mehr drin. Auch ein Leerstand, der schon ein paar Wochen leer ist. Das ist auch schon ewig zu, gell? Auch schon ewig zu. Da drüben ist ja auch alles Leerstand. Aber das soll ja alles renoviert werden. Ich bin nur mal gespannt, wann. Anscheinend geht da noch ganz viel Zeit ins Land. Schauen wir, wann es da losgeht. Was ist das zum Rot? Keines. Anscheinend ist das leer.
Ja, das ist halt auch leer hier. Auch die Diakonie ist weggezogen oder weg. Auch leer. Also hier ist auch geschlossen, dieses Tattoo-Studio ist auch geschlossen. Auch leer. Was ist hier los? Sieht auch ziemlich leer und verlassen aus. Kann mich natürlich auch täuschen, weil noch Stühle drin stehen und Tische. Aber sieht für mich ziemlich leer aus. Aber wie gesagt, das kann mich täuschen. Satzer Heimatmuseum, also das habe ich auch noch nicht gesehen. Das scheint neu zu sein. Aha. Sudetendeutschen. Also gut, das ist also neu, das kenne ich also noch nicht. Aber das gehört nicht dazu. Also da sind gleich zwei Immobilienbüros nebeneinander. Also die sind mir noch gar nicht so aufgefallen, ehrlich. Aber wahrscheinlich sind sie schon länger her. Mensch, echt, das sieht ja aus, als wenn tausende Leute hergekotzt hätten. Du. Da hast du ja schon gar keine Lust drüber zu laufen. Auch hier ein Leerstand. Also dieser Leerstand, der ist ja auch schon, ich weiß gar nicht wie lange schon. Irgendwie schon sehr lange. Da tut sich auch nichts. Da geht es gleich weiter mit dem Leerstand. Auch ein schöner großer Laden. Leer. Da vorne natürlich die ehemaligen Webberläden. Sind auch noch leer. Oder ich denke es zumindest. Also diese Passage hier. Da sind ja noch die CSU-Wahlplakate drin von 2020. Ja. Listenplatz 1, Remmele. Listenplatz 2, ne, kennt ihr alle, gell? Aber hier sieht es aus, ne? Ich denke, da müsste auch was gemacht werden. Also schön ist das ja nicht, ne? Ehrlich, schön ist das ja nicht, ne? Vielleicht. Ach, da fehlen einem die Worte. Na, wenigstens nebendran, ein wenig ein Laden, ein Geschäft, wo ein bisschen Spaß macht, hinzugucken. Zu vermieten, da beißt auch niemand an. Keine Ahnung warum, eigentlich liegt ja schön der Laden. Ne? Aber, Na, die Schnellteststation, die ist wahrscheinlich auch zu jetzt. Braucht kein Mensch mehr. Oder? Was weiß ich. Was weiß ich. Aber wenn es vorbei ist mit Schnelltesten, ist der Laden wahrscheinlich dann auch dicht. Ja, da scheint. Ach Gott. Ja. Was ist da denn? Was ist da denn du? Schaufenster-Sale. Main Mass in Amerika, gell? Da ist auch noch zu vermieten. Das haben sie damals neu gemacht. Und auch noch keiner angebissen. So. Oh, auch zugemacht. Das ist natürlich auch wieder so ein Schmuckstück von Schwein, von dieser Laden hier.
Oh, was will man dazu noch sagen? Da fehlen einem die Worte. Da fehlen einem die Worte. Früher haben wir dazu gesagt, Bruchbuden. Menschenskinder dort. Also auch hier ein Leerstand, schon etwas länger jetzt schon wieder. Dabei liegt der Laden nicht immer so schlecht, direkt in der Fußgängerzone. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also ich muss feststellen, es gibt sehr viele Leerstände zurzeit. Auch in guter Lage. Hm. Was haben wir da zu sagen? Ne? So, hallo liebe SWN-Zuschauer. Also, ich muss sagen, es hat sich gar nicht so viel verändert in der Stadt Schweinfurt. Was mir aufgefallen ist, in der oberen Straße hoch, da gibt es halt sehr viel mehr Leerstände. Was mir aufgefallen ist, ist die Kesslergasse. Aber ansonsten, es geht. Es geht. Es können wenige Leerstände sein. Und ja, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ne? Man weiß ja nicht, woher es kommt. Man kann jetzt nicht sagen, es ist nur, weil Amazon ist schuld. Ne? Amazon, ne? Wer ist schuld? Kann man auch nicht sagen. Ne? Vielleicht habt ihr einen Ratschlag, was man machen könnte in Schweinfurt, dass diese Leerstände bringt zurückgehen. Ich weiß, es sind immer die Mieten, sind so hoch. Und ja, aber vielleicht kommen wir mal ein paar neue Ideen. Ne? War ja nicht schlecht. Also lasst euch was einfallen. Und ihr könnt so unten drunter schreiben, ich gehe jetzt heim, weil mein Hund, der zippelt schon, der will raus, der will Gassi gehen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, inzwischen ist es auch ein bisschen wärmer geworden hier. Schweinfurt ist schön, oder?